Na gut, dann verlassen wir mal Gashok, auch wenn unsere Helden ganz schön angeschlagen sind und eigentlich erstmal eine Woche schlafen müssten. Aber die Zeit haben wir halt nicht. Bis dahin ist der Typ über alle Berge. Wir würden jetzt gerne unsere Route planen. Wir würden wieder gerne nach Süden und dann wieder nach Westen. Eine neue Strecke erkunden, genau. Und mit etwas Glück regenerieren wir jetzt diese Nacht etwas mehr als die letzten Nächte, denn wir haben unsere Wasserbeutel dabei und jeder hat einen Schlafsack, beziehungsweise eine Decke. Und das ist doch schon mal besser als nichts. Also, dasselbe wie letzte Nacht. Wasser finden wir, was Essbares bekommen wir und wir finden ein Wirselkraut. Und Tirek schläft nicht besonders gut. Stopp, Reiseoption, Reise unterbrechen. Das Wirselkraut sollte sofort Tirek bekommen. Ja, das ist ein Wirselkraut. So, 38 von 58. Und es ist echt schade, dass wir in Gashok keinen Waffenhändler gefunden haben. So ein Lederwamst würde jetzt schon sehr viel bringen. Im Dunkeln sollten wir nicht durch den Sumpf, also suchen wir uns sofort einen Lagerplatz. Alte Option, ja. Keine Kräuter, schade. Aber dafür regenerieren alle ein wenig Lebensenergie und Astralenergie, sehr gut. Ihr entdeckt ein schönes Plätzchen am Flussufer und füllt eure Wasserflaschen auf. Und da hinten der rote Punkt, das könnte doch interessant sein. Also da müsste ungefähr dieses Dörfchen sein, wohin der Typ unterwegs war. Komm schon, Kräuter. Nö. Nee. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Der Weg, auf dem ihr geht, ist schon seit geraumer Zeit immer feuchter geworden und rechts und links hat mehr und mehr Schilf die bisher vorherrschenden Büsche und Bäume verdrängt. Jetzt endet der Pfad und vor euch liegt ein Knüppeldamm, der mitten in den Sumpf führt. Die Sümpfe, die als so gefährlich gelten, dass niemand sie ohne größte Not betreten mag. Wollt ihr wagemutig den Sumpf betreten oder lieber einen anderen Weg wählen? Eigentlich würde ich gerne einen anderen Weg wählen. Aber ich denke nicht, dass wir hier irgendwo hinkommen, ohne dass wir jetzt einen tagelangen Umweg machen müssen. Nö, gibt keinen anderen Weg. Wieder zurück. Okay, also wir planen jetzt nach da zu gehen, brechen sofort ab und drehen um. Und gehen dann wagemutig in den Sumpf rein. Wollt ihr angesichts der drohenden Gefahr noch einmal die Götter durch ein Opfer um Beistand bitten? Das ist eine gute Idee, aber leider haben wir fast gar nichts. Wer möchte etwas für seinen Geburtsgott spenden? Tirek? Nee. Wie viele Silberstücke wollt ihr spenden? Wir haben einen. Nein, wir wollen keine weiteren Opfer bringen. Oh, oh, was passiert jetzt? Oh, ein neuer Dungeon. Sehr schön. Auch wenn es kein richtiger Dungeon ist, sondern, war da gerade ein Turm? Ich hätte schwören können, ich hätte im Nebel einen Turm gesehen. Oh. Zombies? Oh, Zombies, definitiv. Du gehst erstmal da weg. Das schaffen Giroban und Tirek schon alleine. Hoffentlich stecken die es nicht mit irgendwas an. Angriff. Auf den. Gucken, wie viel die aushalten. Normalerweise waren Zombies hier recht einfach zu erledigen. Das hatten Talana und Myrim ja auch schon mal alleine geschafft. Aber die hier scheinen wesentlich zäher zu sein. Oh, und Tirek hat schon richtig gut was abbekommen. Du, Zaubern, Bewegung, Acceleratus auf Tirek. So. Und du machst jetzt ganz schnell den da kaputt. Zaubern. Ja, wir müssen eigentlich haushalten, unsere Astralenergie. Du haust einfach mal so auf den drauf. Oh.
Und hast ihn getötet. Sehr schön. 27 Trefferpunkte, das ist ordentlich. Wollen wir jetzt mal versuchen, ihn zu heilen. Talente angucken. Handwerk. Wunden heilen 7. Wunden heilen 2. Ja, nee, Myrum probiert das mal. Myrum. Talent anwenden. Wunden heilen. Tirik. 7 Lebensenergie. Das ist doch sehr schick. Girogon ist gar nicht angeschlagen, komischerweise. Ging es hier weiter? Oh, da ist ein Haus. Ah, sehr komisch. Gucken wir uns mal das Haus da an. Wenn wir da dann irgendwie hin... Das sieht doch aus wie ein schwarzes Auge. Das ist ja skurril. Und ja, ein schwarzes Auge hatten wir ja schon gesehen. Oh, da geht's zum Haus. Beziehungsweise erstmal zu einem Kampf und dann zu einem Haus. Wieder 2 Zombies. Den fängt mal Tirik ab. Obwohl, Tirik sollte da nicht alleine kämpfen. Na, wir warten einfach mal. Sichern. Sichern. Und die gehen dann zu zweit auf den hier unten rauf. Und warum versucht den da oben so lange zu beschäftigen? Einfach durch. Sichern. Du gehst dahin. Haus darauf. Talana könnte theoretisch auch mit ablenken. 1-2 Schläge müsste sie aushalten. Aber da riskiere ich doch lieber nichts. So, der erste ist schon tot. Sehr gut. Du läufst einfach weg. Und du läufst da ran. Ein Vorteil, dass wir jetzt keine Rüstung mehr haben, ist, dass jeder irre viele Bewegungspunkte hat. Tirik zum Beispiel gerade 12. So, gleich nochmal ruf da. Sehr schön. 1-2 Treffer noch und der müsste am Boden liegen. In Stücken. Jo. Sehr gut. So, und jetzt gucken wir uns das Haus an. Oh, noch ein. Ah, sehr komisch. Kommen etwa immer wieder Zombies raus? Das wäre nicht so schön. So, sichern. Du wieder drauf. Also einmal probieren wir das gleich noch. Aber wenn denn wieder welche kommen, dann sollten wir uns erstmal woanders umgucken. So, du läufst weg, weil die Zombies so langsam sind. Sichern. Sehr gut. Gehst mal dahin. Wartest. Du sicherst. Du machst ein wenig Platz für Girogon und haust den in die Seite. Warum auch Girogon inzwischen nicht dran ist? Ah, na, also. Du läufst bitte dahin. Autsch, schon wieder eine verpasst. Armer Tirik. So. Sehr schön. So, letzter Versuch. Vorher sollten wir aber ganz kurz mal mit Talana zaubern. Heilung, Balsam auf Tirik. 20. Balsam. So. Und schon wieder ein Kampf. Schon wieder 2 Zombies. Ja, nee, also ich glaube, das Haus können wir erstmal ignorieren, beziehungsweise umgehen. Weil wir haben nichts von diesen Kämpfen. Wenn wir jetzt ab und an mal irgendwelche Sachen dabei hätten, die wir gebrauchen könnten, also Kräuter oder Bandagen oder dergleichen, dann würde es ja vielleicht noch Sinn machen. Aber so, m-m. Du läufst auch weg. Du haust auch da. So, den abfangen. Aber kommt mir schon so vor, oder werden die von Mal zu Mal schwächer? Au, wow, 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 Tirik weg da. Ich wollte gerade sagen, werden die von Mal zu Mal schwächer und dann passiert sowas. So, du gehst dahin und du wartest einfach noch eine. So, jetzt kannst du da ran. Au,
20 Trefferpunkte. Sehr garstig. Hilf mal ein bisschen mit aus da. Terrik hält sich zurück. Talana sowieso. 30 Trefferpunkte. Betreffe mal. So, das Haus wird jetzt gepflegt, ignoriert. Weg hier. Wir müssen unbedingt Terrik heilen. Wir haben keine Kräuter mehr, also muss gezaubert werden. Talana, zauber bitte noch einmal Balsam auf Terrik. Diesmal für 30. Balsam. So, jetzt hat sie fast keine Astralenergie mehr. Gut, also schon wieder ein Kampf. Es ist nicht mehr feierlich und das sind jetzt Sumpfratzen. Viele Sumpfratzen. Geht mal hier in Deckung. Hau den in die Seite. Gucken, wie viel die aushalten. Und du läufst einfach nur weg. Das könnte echt ein Problem werden, wenn die uns zu schnell umzingeln. Und die haben schon. Also der eine hier vor Terrik hat schon 2 Treffer ausgehalten. Das ist nicht gut. 3 Treffer. Okay. Immer schön zu zweit auf einen raufhauen, damit die möglichst schnell weniger werden. Mürren kann auch ein wenig helfen. Die wird zwar nicht so häufig treffen mit ihrem Säbel, aber besser als nix. Girigon ist schon umzingelt. Sumpfratze tot, sehr gut. Sichern. Autsch. 13 Trefferpunkte auf Terrik. Komm. Greif Mürren an. Du Sumpfratze. Wenn das so weitergeht, müssen wir uns echt hier aus dem Sumpf zurück. Oh! Sumpf hier zurückziehen. Komm. Du musst jetzt auch helfen. Angriff, Sumpfratze. Oh, Terrik sieht gar nicht gut aus. Ganz und gar nicht gut aus. Ah, du rauf da. Sehr schön. Und jetzt solltest du dich eigentlich zurückziehen. Aber es ist halt ein Zwerg. So, du. Und du kannst doch gar nicht raus. Du zauber mal Heilung, Balsam auf Terrik mit 10, wenn du noch kannst. Terrik wird geheilt, sehr schön. Du machst einen Schritt vor, greifst den an. Konntest ihn ablenken, sehr gut. Dann hilfst du jetzt Terrik. Du haust weiter auf den. Haust nochmal auf den. Sehr gut. Nein, Girigon ist soeben in Borons Reich eingegangen. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Ja, das heißt, wir müssen jetzt nach Gashok zurück und das Beste hoffen. Wir haben auch kein Geld mehr, um großartig zu spenden. Kasche. So. Du haust auf den. Und du. Nein. Du haust auf den. Und danach machen wir uns wie der Wind auf den Weg raus hier. Ich würde sogar sagen, wir teleportieren uns, aber dafür werden wir keine Astralenergie haben. Wir müssen jetzt wohin zurück? Also wir müssen nach Norden. Können wir uns dahin bewegen? Nein. Also, wir müssen nach Norden. Wir müssen diesmal nicht nach rechts, das ist das Haus. Aber jetzt können wir uns generell rechts halten und müssten eigentlich wieder zum Ausgang kommen. Da. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, es war im Norden. Ja. Raus. Ganz schnell raus hier. Oh. Ah, da wird der Ausgang sein. Sehr gut. Und raus. Wollt den Sumpf wirklich verlassen? Ja. Ihr habt es tatsächlich geschafft. Ihr habt diesen feindlichen Sumpf Leben verlassen. Na gut, ein Teil von uns. Aber trotz aller Dankbarkeit wäre euch wesentlich wohler, wenn ihr euch sicher sein könntet, dass
diese so unwirklich gefährliche Gegend nie wieder betreten zu müssen. Wir planen jetzt unsere Route. Wir wollen nach Südosten, wir wollen nach Nordosten. Lagerplatz aussuchen. So, wir werden jetzt das neu verteilen müssen. Wache hält jetzt nur Tirik. Und Tirik. Und Tirik. Jagen geht Mürrem. Und Talana wird weiter Kräuter suchen. Ich bin mir bewusst, dass Tirik irgendwann einschlafen wird. Aber wenigstens die ersten Stunden haben wir so ein wenig Schutz. Tirik hält Wache, Tirik ist eingeschlafen. Jo. Ganz schnell weiter nach Gashok. Wir füllen unsere Wasserflaschen, sehr schön. Wir marschieren weiter, wir sind schon aus dem Sumpf raus. Machen dasselbe wie letzte Nacht. Oh, eine Einbeere. Nein, wir werden überfallen. Von Käfern. Ja, diesen Kampf werde ich jetzt berechnen lassen. Das dauert sonst viel, viel, viel zu lange. Und ich denke mal, das wird nichts. No. Wir haben es doch geschafft. Wow. Sehr gut. So, und ganz schnell weiter. Beziehungsweise Mürrem könnte mal versuchen zu heilen. Stopp. Reiseoptionen. Reise unterbrechen. Du. Talent anwenden. Ach, sie ist ohnmächtig. Okay, wir reisen weiter. Wir werden es nicht mehr heute nach Gashok schaffen. Nee. Das Wandern macht ganz schön durstig. Wir haben fast kein Wasser mehr. Und wir haben keinen Helden in der Lage, das Wasser zu suchen. Aber dann stellen wir wenigstens Tirik und Talana als Wachen auf. So, Mürrem ist wieder wach. Sehr gut. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen nach Gashok. Ja. Rein da. So. Also, unsere Helden haben gerade beschlossen, es ist nicht ihr Leben wert, einfach so jetzt wieder in den Sumpf zu laufen. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier in Gashok ausruhen. Und die Götter darum beten lassen, dass Gerugon wieder am Leben ist. Da ist ein Fex-Tempel, das wird nichts. Was haben wir da oben? Praios und Boron. Praios, das war auch der Schutzgott von Gerugon. Schutzgott Praios, ja, sehr schön. Also ja, wir versuchen jetzt, dass Gerugon wieder unter den Lebenden weilt. Wenn wir das geschafft haben, werden wir uns hier drin so lange ausruhen, bis wir wieder fit genug sind, in den Sumpf zu gehen. Oder wir suchen einen Weg um den Sumpf herum. Aber erstmal jetzt beten. So, rein da. Spenden können wir leider nichts. Aber wir hoffen einfach mal, dass Gerugons Schutzgott da jetzt gnädig ist. Und die lasst den Helden nicht verhungern, während wir beten. Das dauert ja doch schon immer eine ganze Weile, wie man da oben an der Mondscheibe sehen kann. Komm, 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 komm. Er hat bisher nicht mal ein kleines Wunder gegeben. Das ist nicht gut. Was mich vermuten lässt, dass unsere Spenden aus der Schicksalsklinge nicht übernommen wurden. Da hatten wir eigentlich jedem Gott schon mal was gespendet. Haben wir nicht wenigstens noch ein Silberstück? Sind das jetzt heller oder Silberstücke? Ja. Heller will er nicht haben. Wie kommt das bloß? Inzwischen haben wir schon wieder Tag. Wir könnten jetzt unsere eine Einbeere bei der Kräuterhändlerin verkaufen, wenn sie dann irgendwo da ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch eine Kräuterhändlerin drin war. Und dann haben wir einen Silber zusammen, können den spenden und dann weiterbeten. Aber ich denke, zurück, wir haben gerade gegessen. Ja.
sind wir fast den ganzen Tag hier drin, sind am Bieten und nebenbei Proviantpakete knabbern. Und ich denke, der eine Silberling wird auch keinen Unterschied machen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt laden müssen. Was ich ja eigentlich gar nicht mag. Aber anscheinend sind die Götter nicht gewillt, uns zu helfen. Was mich aber daran erinnert, dass wir auf jeden Fall, sobald wir wieder Geld zusammen haben, also nachdem diese Zeitverzerrung stattgefunden hat, dass wir auf jeden Fall, wenn wir wieder Geld haben, spenden gehen sollten. Bei jedem der Götter. Auch wenn ich nicht in absehbarer Zukunft sehe, dass wir wieder an viel Geld rankommen. Denn selbst wenn wir den Burschen jetzt schnappen sollten und wir unsere anderen Kameraden wieder haben, haben wir immer noch keine Ausrüstung. Und kein Geld. Und sobald wir Geld haben, werden wir erstmal für Ausrüstung wieder investieren müssen. Also, so, das war jetzt der zweite Tag und das reicht mir. Na gut, also müssen wir jetzt laden. Jo. Und sind wieder in Gashok. Aber das machen wir dann erstmal nächste Folge. Also bis dann.